Ja, moin moin YouTube, was geht ab, liebe TF-Fans? Hier ist wieder euer Commander Keule und es geht weiter mit Andy Müller. Und ja, wir haben ja einige Aufgaben gekriegt von unserem Chef. Schauen wir mal, was heute bei rauskommt. Wir müssen auf jeden Fall so uns langsam auf den Weg machen zu unseren Felderchen. Und dann schauen wir einfach mal, ne? So. Die Rundumleuchte schon wieder an. Na egal, weiter. So, Chefchen. Oh, zum Glück treffe ich dich ja noch, ey, sag ich dir. Ja, du standst hier gerade so. Ich dachte mir so, ich frage nochmal, ob irgendwas los ist. Ja, ich wollte gerade so rüberkommen zu dir, und da ich gesehen, dass du angehalten hast, dachte ich, warte ich mal kurz, vielleicht kommt er selber rüber. Ne, gut, dass ich dich ja treffe. Hier, sag mal, also ich muss jetzt gleich erstmal kurz abbrechen hier, weil ich krieg gleich noch einen Bewerber. Da hat sich noch einer angemeldet, da will sich auch für den Hof bewerben, noch uns Unterstützung. Noch ein zusätzlicher? Und noch zusätzlich, ja. Oh, hervorragend. Und na, ist halt für uns weniger Arbeit. Sag mal, du könntest hochfahren. Na, also zum Hof, hat man ja schon gesagt. Und aber häng mal den Traktor ab und schnapp dir mal den anderen, also den 7er. Ja. Na, darfst jetzt, bist jetzt aufgestiegen quasi, wenn wir einen neuen Mitarbeiter kriegen sollten. Oh, das ist ja schön. Schnappst dir einen 7er und schnappst dir mal die Sämaschine und dann kannst du ja mal hier runterkommen, dass wir das Feld hier ansehen. Also, na, ich muss ja dann auch kurz hochfahren, wegen dem Bewerber. Ja. Soll ich dann aber erstmal den Anhänger jetzt dann hochbringen zum Feld, zu dem Lohner, oder macht das dann... Nee, fahr erstmal an den Hof, das macht dann der Neue. Ah, okay, super, ja gut, dann machen wir das so. Die Saatmaschine und dann dieses Feld hier, ja? Dieses Feld, genau, also entweder fertig, ich muss ja erst noch fertig machen. Aber du kannst ja rein theoretisch schon mal anfangen. Saatgut müsste eigentlich noch drin sein. Und Dünger, zumindest vom letzten Mal, war noch was drin. Okay, und was wollen wir anpflanzen? Ja, müssen wir noch mal schauen. Ich kann es dir auch nicht so richtig sagen. Ich habe jetzt Hafer auf zwei Feldern angepflanzt bisher. Ich weiß nicht, was braucht man noch alles für Kühe? Gras müssen wir eigentlich mal in den Feld machen, ne? Gras wäre nicht schlecht, glaube ich. Ja, dann machen wir auf dem Feld mal Gras drauf. Okay, super. Dann fahre ich jetzt hoch und dann stelle ich den Anhänger einfach ab. Genau, ne, ich komme jetzt ja auch mit hoch direkt. Ich fahre jetzt auch direkt hoch, weil der Bewerber müsste dann bald auftauchen. Ja, alles klar, okay, super. Dann gut, ich fahre dir hinterher, ja. Judy. So. Nochmal ein neuer Bewerber, hoppala, okay. Gut, nachdem er mir da letztes Mal gefühlt die halbe Stadt hier markiert hat. Die halbe Stadt markiert hat hier mit irgendwelchen Feldern, die uns gehören. Ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass wir da nochmal einen kriegen. So. Bin ja mal gespannt auf den neuen. Was das für einer ist. Ob das auch einer ist, der sich schon auskennt. Oder das auch so einer ist wie ich, der nur so halbwegs in der Landwirtschaft schon unterwegs war. Ja, bin ich mal gespannt. Sind wir hier überhaupt richtig unterwegs? Chef ist noch hinter mir, oder? Ja, sieht im Spiegel so aus. Also scheint, dass ich richtig bin. Den 7er. Boah, geil. Wir dürfen mit dem 7er fahren. Das wird geil, sag ich dir. Obwohl ich eigentlich mich schon hier richtig an das Ding hier gewöhnt habe. Eigentlich wollte ich den nicht mehr abgeben. Den schönen alten hier.
Bin mal gespannt, wann der Chef auch mit mir meckert, dass ich seine Klamotten anziehen soll. Hat er nämlich noch gar nicht gesagt. Ich hoffe einfach mal, dass er drüber hinweg fällt. Er denkt da einfach gar nicht dran. Haben wir hier noch richtig? Ich glaube ja. Ja, das kommt mir bekannt vor hier. Das Schild hier kenne ich. Ach, guck mal, da hinten fährt ein weißer Drescher. Schicki, schicki. Aha, da ist auch die Absperrung. Sehr gut. So, vorsichtig wieder dran vorbei, sonst gibt es hier gleich wieder Ärger. So. Aber was das angeht, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir den 7er kriegen, weil der hier dann doch einigermaßen die Luftpumpe rausholt, wenn wir einen Berg hochfahren. Aber leider ist schon ein neuer. Was willst denn du auf meinem Hof? So. Was hat er gesagt? Saatmaschine, ne? Was. Bei dem willst du jetzt arbeiten. Und ich will, sind wir beide leider weit entfernt. Es ist mehr so, ich muss. Du musst, achso. Ja. Ja, warte mal kurz. Der Krümel hält mal kurz die Fresse jetzt. Ich muss mal kurz mit meinem Mitarbeiter reden. Was hast du denn, Andi? Ja, ich müsste hier an Saatgut und so ran, Chef. Wie, ist nichts mehr drin? In der Saatmaschine ist nichts drin. Oder hast du zwei? Gut. Was hast du gemacht? Was? Ja, da ist kein Saatgut mehr drin. Du bist hier an meinem Hof, rennst hier rum und guckst hier einen Dünger an, am Ende nicht, dass du einen Lack gemacht hast oder so. Ey, Peace, Bruder, Mineraldünger, bin ich voll für. Ach so, na gut. Was ist das denn? Das ist der von dem ich dir erzählt habe, der Bio-Fuzzi. Ach, okay. Du wirst nicht glauben, mein, der will Arbeit haben bei mir. Kannst du dir nicht ausmalen? Ja, das findet ihr zwei Nicht-Bio-Typen jetzt ganz lustig, ne? Ja, findet es lustig, ja. Glaube ich wohl. Also da vorne steht zwar noch Bio drauf, aber du hast mir doch gesagt, wir sind gar kein Bio mehr, oder? Ne, wir sind auch kein Bio mehr. Wie gesagt, mein Onkel war Bio damals, aber das Schild habe ich einfach nie ändern lassen. Ach, wieso nimmst du das denn nicht von deinem Onkel an? Hä, der weide Schmutz ist. Ja. Naja, man sagt doch immer, Bio ist nur was für junge Leute, ne? Genau. Ich bin noch jung, aber ich bin trotzdem, finde ich, Bio-Scheiße. Ja, aber kurz, damit du erstmal, warte mal. Andi, wir machen sofort weiter. Ja, ich tu mal kurz seine Aufgabe geben, damit er hier was zu tun hat. Was? Du stellst mich ein? Ja, kriegst ein paar Euro, damit er. Ich muss so lange hier arbeiten, bis ich $50.000 habe. Alles klar. Euro. Ja, Dollar. Euro.
Wir können auch ja japanische Yen oder wie die Scheiße heißt machen. Da arbeitest du 5 Minuten, jetzt 50.000 fertig. Los, komm mit. Ja. Hey. Ja. Geh weg hiervon. Bio ist das Wahre, mein Freund. Kurt! Ich komm! Bio ist das Wahre. Was? Das Wahre wovon? Oh, warte mal hier, Chef. Ich fahr mal deinen Träger hier beiseite. Ich hoffe, ich darf das. Ja, das ist der Neue. Jetzt kommt der Biobauer. Hat der nicht gesagt, das ist der Biobauer? Bin verwirrt. So, ja, da ist nichts drin. So, was hat er gesagt? Gras. So, jetzt fahren wir hier an der Schubkarre vorbei. So. Bio ist das Wahre. Na, du geht aber los hier. Vielleicht muss er mir ja mal einen Job geben. Kann ja mal Probe arbeiten. Was? Aber Bio, was macht man denn bei Bio anders? Das müssen sie mir mal erklären. Andi. Jeff, ja? Hast du jetzt aufgefüllt? Ich habe jetzt aufgefüllt mit dem, was da stand. Mit der ersten Reihe. Ja. Geh mal ins Telefon. Haben wir hier noch irgendwas stehen? Nee, ne? Nee, noch einen hat er nicht. Hier hinten vielleicht noch irgendwo? Hm. Bis später. Bis später. So. Hallo. Moin, du musst ja der Neue sein, der, oder? Der Herr Wildeck, der Frank. Wildeck. Mein Name. Was sind du an? Was sind das für Klamotten? Oh, Engelbert Strauß. Schick, schick, du. Hallo. Moin. Du kommst aber jetzt nicht hier mit dem Fan, oder? Das ist mein Hab und Gut aktuell. Oh mein Gott. Oh cool, ja, wir sind jetzt schon Freunde. Ja. Alter, was ist denn jetzt los hier, Alter? Da hab ich ja mit 3 Mitarbeiter her. Hallo. Kurt, hallo. Was ist los? Er hat's da, aber nur lose. Nur lose? Ja. Ja, dann schnappt ihr den Traktor und den Anhänger, der dran ist. Ja. Und ballerst zu ihm hoch. Ja. Und holst dir was 10.000 Liter. Und was denn? Ja, Saatgut und Dünger. Ja, aber da passt immer, ein Anhänger geht nur eins. Mischen dürfen wir nicht. Ja, du fährst einmal Saatgut und einmal Dünger. Aber du hast doch 2 Hänger da stehen. Kann ich doch einmal fahren und wieder runter. Nee, ich muss so aber belasten Einhänger die Umwelt muss nicht, weil wir sind schneller wieder hier. Das geht aber nicht, weil Einhänger muss jetzt ans zum LU, weil die gerade bei mir ein Feld ernten. Ja, dann lass uns lieber noch einkaufen. Dann hole ich den lieber beim Händler ab und fahre dann zum Landhandel. Und dann, wenn ich hin und her fahre, den ganzen ja. CO2, den ich in die Welt blase, das geht doch nicht so. Aber wenn du zum Händler fährst, den Anhänger holst, na, ja. Und dann zum Landhandel fährst, ja. Da dann beides auffüllst und zu mir fährst, ist der Weg weiter, als wenn du 2-mal zum Landhandel fährst. Mit einem Anhänger. Ha, da habe ich dich. Nee, hast du nicht. Es wäre natürlich so, hast du natürlich recht, aber du musst ja überlegen, dass du da alles rausgebaut hast aus dem schönen John Deere-Auspuff. Ja. Der nützt ja nichts. Also, ich sag mal so, Kurt. Du kannst das aussuchen. Du hast gesagt, du brauchst Arbeit. Tu mir das nicht an, bitte. Dann sollen wir uns kurz umdrehen? Ja, das ist wahrscheinlich besser. Nein, das wollte ich nicht. Den Chat, Kurt. Na, so ist jetzt. Ich habe jetzt gerade nicht die Möglichkeit. Ich habe auch nicht das Geld aktuell, mit noch einen Anhänger zu kaufen.
Wenn du Arbeit suchst und schnell Geld verdienen willst, dann fahr schnell zweimal da hoch und kipp den Spaß dann hinten auf meine große Fläche erstmal hin. Das schaufeln wir später dann in Pickpacks. Okay. Na, und dann, wenn du das gemacht hast, meldest du dich. Ja, alles klar. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, jetzt aber weiter. Andi? Ja. Fahr du am besten auch mal. Ne, oder wie viel Saatgut hast du jetzt drin in dem Ding? Ist fast voll. 1900 Liter oder so waren das. Achso, ja, gut, dann passt ja. Dünger waren halt, war halt nur knapp die Hälfte. Aber das sollte ja bestimmt auch fast hinkommen, oder? Ja, passt schon. So, ja, dann mach schon mal los. Ich bin gleich hinter dir wieder mit dem Flug. Ich tue ganz kurz nur mit dem Frank schnell quatschen. Okay, oh, er kommt schon wieder angelaufen. Ach, was ist denn los, Kurt? Ach, du willst den Schlüssel haben, ja? Ja, bitte. Ja, hier, bitte. Aber machen dich kaputt. Ah, oh, da ist ja auch Plastik um den Schlüssel, Mann. Ja. Ich fahr mal vor. Jo. So, Frank, moin erstmal. Servus. Verrückte Welt. Der legt ja komplett Wert auf No Plaste oder was. Junge, 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 Junge. Was nicht alles in so einem Traktor an Plaste ist, was will denn der für einen Traktor später fahren? Da ist ja auch nur Plastik drin. Eieieiei. Na, mit dem werden wir, glaube ich, noch eine Menge Spaß haben. Aber wie heißt es so schön? Bio ist eigentlich nur was für junge Leute, ne? Die Älteren sind auf jedes Konservierungsmittel angewiesen, das sie bekommen können. Sag ich euch, wie es ist. Aber wir sind noch jung, auf uns trifft das gar nicht zu. Merkt das selber, wa? Ah, herrlich. So, welches Feld waren das jetzt? Ach, wir finden das schon. So ein halb geflüchtes Feld, das sieht man ja schon von Weitem. Oh, der lässt sich aber auch schon ein bisschen angenehmer fahren. Der hätte ein bisschen mehr Zug auf der Leiste, du. Aber ich habe gar nicht geachtet. Ich glaube, der hatte auch kein Frontgewicht dabei, ne? Weiß nicht, der Chef, der ist da so ein bisschen eigen, was Frontgewichte angeht. Hat er irgendwie nicht so Bock zu. Müssen wir mal mit ihm quatschen. Aber der Neue kommt gleich mit dem Fendt angefahren. Das ist cool. Da wären wir, glaube ich, echt Friends. Ich hoffe, den darf er behalten, ey. Ist ja sein Hab und Gut. Kann der Chef ihn dazu zwingen, den Trecker zu verkaufen? Nee, oder? Also ist ja schon, also er zwingt mich ja schon, die Arbeitskleidung zu wechseln. Kann er doch nicht auch den Trecker verkaufen? Naja, wir werden mal sehen. Also mit mir würde das auf jeden Fall nicht machen, wenn das mein Hab und Gut ist. Er hatte sogar einen Anhänger dabei, ne? Mal sehen, der bringt sogar noch was mit. Er bringt auf jeden Fall mehr mit wie ich. Da bin ich aber gespannt. So. War der denn jetzt eigentlich aufgehört zu fliegen? Ich glaube hier unten, ne? Wir müssen dann nach oben fahren. War hier nicht das Feld irgendwo? Das Ditte? Ich glaube, das war Ditte. Oh ja, das war Ditte. So, dann fahren wir mal nach oben. Grasvilla, hat er gesagt. Dann kriegt er Gras.
Let's go. Pflanzen wir Gras an. Was hat er denn hier gemacht? Okay. Die hat auch irgendwie noch nicht geflücht. Ja gut. Chef wird das schon richten hier. So. Nun geht er los hier. Das ist doch hervorragend. Da haben wir doch unsere erste Tätigkeit. Jetzt hier unseren ersten Auftrag. Und wir machen Gras. Heißt, der Chef, der legt jetzt richtig los und möchte die Kühe endlich auf dem Landhof holen. Das wird richtig geil. Jungs und Mädels, das war's aber dann auch mit dieser Folge. Von Andi, hier in Waldstätten. Sein erster Auftrag. Und ich hoffe, ich mache jetzt hier alles richtig. Wenn Chef nachher kommt und mir auf den Finger haut, haben wir ein Problem. Ich hoffe, euch hat diese Folge mal wieder gefallen. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Däumchen raus, Abo raus für den Channel, Jungs und Mädels. Support ist kein Mord. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn irgendwas vielleicht verbesserungswürdig ist. Dann schreibt es einfach gerne rein. Würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Und schaut auch gerne die anderen Side-Stories. Und natürlich nicht vergessen, beim Freezy und auch beim Tino vorbeizuschauen. Die Hauptstory, da ist auf jeden Fall auch mega viel los immer. Und da gucke ich natürlich auch selber persönlich immer rein. Freue ich mich natürlich auch drüber. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö, euer Commander Keule.